Guten Tag und herzlich willkommen zu Super Mario Maker 2 Part 4 Story Mode. Ja, ich hatte ja im letzten Part gesagt, dass wir da oben beim Schloss ein bisschen weitermachen. Beziehungsweise, dass wir da oben beginnen halt. Und schauen, was da in dem Block ist. Aber dann habe ich eben gesehen, er hat noch einen Auftrag für uns. Als Belohnung gibt's auch was richtig Gutes, sagt er sogar. Weit und breit Dunkelheit. Als wir letztens ein neues Oh, bitte nicht. Ich weiß schon, auf was das hinauslaufen wird. Ein neues Häusle besichtigt haben, war die Sicherung raus. Deshalb war im Keller alles düster. Könntest du mal nachgucken gehen, wie geräumig der Keller ist? Ach komm. Ich hasse solche Level. Und genau deswegen ist es so eins. Oh mein Gott. Aber nicer Effekt. Also gut eingebaut. Ich fände es allerdings auch ganz cool, wenn man ja einfach nur Soundeffekte abspielen könnte, ohne das ohne dass halt irgendwas am Screen verändert wird, also ohne irgendwas Visuelles. Was ist denn das jetzt? Nicht gerade irgendwie blöd? Muss man nach unten? Ah ja. Okay. Scheint schon. Da ist ein Mushroom. Actually habe ich Mushrooms in meinem Bauch. Eigentlich verlasse ich das Haus, aber... Ja gut. Wenn doch, komme ich halt auf die Bühne. Oh, Moment, da oben war eine nice Coin. Ich hoffe, die kriegen wir. Wir müssen hier allerdings öfters gut springen und das kriegen wir natürlich hin. Wie auch sonst. Können wir nicht rutschen hier? Nö. Anscheinend nicht. Wäre aber auch Schwachsinn gewesen. Immerhin ist der SMB 1-Stil und das wird halt überhaupt nicht passen. Kann man den nicht öfters aktivieren? Den Effekt? Nicht? Schade. Ja, komm. Geh mal weg hier. Oh, Moment. Moment. Da habe ich doch was Feines gesehen gerade. Eine 10er-Coin. So soll es sein. Hab ich's mir doch gedacht. Hier ist nochmal eine 10er-Coin. Sollen das so die Star-Coins sein? Also wenn ja, haben wir jetzt 3 und dann dürfte... Jetzt eigentlich das Ziel kommen. Okay, ich gehe mal nicht darunter. Ich glaube nämlich, da stirbt man. Ja, war anscheinend... Richtig. Ah ja, okay. Let's go. Okay, ich dachte, das wird schlimmer. Macht sogar relativ viel Spaß. Herzlichen Dank, da fällt mein Mauerstein vom Herzen. Dann werde ich gleich mal schaffen gehen und was ganz Schönes bauen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Als Belohnung habe ich einen versteckten Block hergerufen. Einen versteckten Block? Okay. Der mir was schuldet. Er ist etwas schüchtern, aber mag rote Blumen.
Soll es ein Hinweis darauf sein, wo der ist? Oder, weil ich habe im letzten Part habe ich eine rote Blume gesehen. Was zum Anziehen? Wie cool. Im Reich der Steinblöcke. Let's go, Alter. Endlich mal eine etwas schwerere Mission. 3 Sterne, aber... Die waren jetzt auch nicht so der Kracher. 3-Sterne-Mission. Aber okay, vielleicht ist es hier etwas anders. Weil das sieht schon mal ganz gut aus. Vor allem, wenn die so seitlich auch kommen können, das stelle ich mir tatsächlich sehr schwierig vor. Aber es ist ja bisher eigentlich gar nichts. Wenn man mal ehrlich ist. So, geh nochmal nach unten, dann kann ich hier hochspringen. Dankeschön. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt? Ein Speedrun oder was? Was zur Hölle? Okay, durch... Moment. Nice, Alter. Es hätte natürlich auch sein können, dass ich da jetzt zerquetscht wäre, werde. Das wäre extrem unlucky gewesen. Aber Nintendo ist sozial. Der ist auch eine coole Idee. Ja. Da musste etwas schneller reagieren. Moment, aber die möchte ich jetzt trotzdem noch haben, die Coins. Die kann ich ja trotzdem noch nachholen. So, wir warten noch kurz, bis der nach unten kommt. Bis der oben ist, meine ich. Und dann gehen wir auch direkt darüber. So. Achso, das kommt hier jetzt noch nicht. Ja gut, man sieht es eigentlich auch. Auch schon. Aber er kommt zurück, oder? Sonst habe ich ein kleines Problem. Aber was ganz anderes. Gibt es eigentlich noch diesen Move? Hier den Spin-Move? Ernsthaft? Muss man sich hier jetzt umbringen? Halt's Maul, Luigi. Ohne Spaß. Komm schon. Hallo. Geht doch. Dankeschön. Mensch. So. Jo, deswegen ist der Typ so schnell, weil der nicht da in der Lava ist. Hä? Okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, da oben die Münzen andauernd nachzuholen. Das hat... Lass ich das einfach mal bleiben. Ja, okay.
Man muss sich halt im Klaren sein, da wo die Blöcke sind, hat man halt schön viel Zeit. Hä? Was soll das denn jetzt? Oh. Okay, unlucky. Ich meine, den hätte ich auch vermeiden können, den Fail. So. Weil das, was mich halt triggert, ist, dass man so hart nach vorne geboostet wird, wenn man... Ich wusste es, weil ich habe das da oben gesehen. Dass da was frei ist. Aber jetzt will er natürlich nicht runterkommen, aber ich krieg ihn trotzdem noch dazu. Okay. Nice. Noch was? Oder... Okay, das war's anscheinend. Ich will, dass sie sich so blockieren. Das wäre ganz cool. Ja, genau so meine ich. Ach was. Er fährt dann nicht mal rüber. Na gut. Sehr cooler Level. Also, wer auch immer sich den ausgedacht hat. Krass. Good job. Mauritius Hemd. Auch nice. Kriegen wir dann noch den Hund auch als Hemd oder... Ja. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil... Wie soll der Aufträge für einen haben? Immerhin kann... Ernsthaft? Ah, okay. Der Kettengreifer greift mit Eifer. 3-Sterne-Mission. Ich habe einen Auftrag für dich. Auf meinem Weg beim Gassi gehen werde ich immer von Kettengreifern gegriffen. Zeig mir mal, wie ich an denen vorbeikomme. Erreiche das Ziel, ohne von Kettengreifern gegriffen zu werden. Okay. Das hört sich interessant an. Und es ist sogar eine 3-Sterne-Mission. Wobei sich das erstmal easy anhört. Ohne von Kettengreifern gegriffen zu werden. Drüber springen kann man schon, oder? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem ist. Okay. Ist eigentlich ganz easy. Einfach nur runterfallen lassen und dann... Ja. Dann hat man's schon. Okay. Gut, dass der weg ist. Ja, hier muss man vorsichtig sein. Nicht, dass man da reinschlittert. Ist hier noch was drin? Bonus? Oh ja, tatsächlich. Nice. Alter. Okay, die haben wir. Und jetzt einfach drüber springen. Nice. Hier werde ich garantiert nicht runterrutschen. Den machen wir mal aus und den auch. Ja, gut. Oh, das ist böse. Wenn man natürlich hier runterfällt, dann greift er ein und dann kann den Level nicht mehr schaffen. Das hier machen wir schlau, indem wir springen. Ich glaube, man wäre zu langsam, wenn man da einfach nur klettert.
Was ist hier? Okay. Ich dachte, da wäre eventuell ein Abgrund und man müsste dann im richtigen Moment abspringen, aber alles gut. Okay, der wird einfach nur einen weiterfallen gelassen, das heißt, alles in Ordnung. Kriegen wir hin. Oh, ist auch eine coole Idee. Ich wollte es gerade sagen, es wäre geil, wenn man das mit einer 10er oder halt mit einer großen Coin machen würde. Aber vielleicht auch an einer Stelle, wo mehrere Greifer sind, dass es halt dann eine Challenge ist. Zum Beispiel eine 50er hätte man gut einbauen können. Das wäre halt noch nice gewesen. Er hat sogar noch einen Auftrag. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Danke schon mal. Kein Problem. Evakuierung im Panzer. In letzter Zeit ist es nachts immer so windig und regnerisch. Bitte bring mir irgendwas, worunter ich mich verstecken kann. Erreiche das Ziel in einem knochentrockenen Panzer. Kriegt man nur einen? Wäre natürlich nice, dann wäre es halt eine vernünftige Challenge. Oh. Alter, zieh ihn dir an. Was genau ist hier denn jetzt bitte los? Die habe ich gesehen, die Coin. Ziemlich easy zu holen. Und hier muss man sich merken, dass da Kreissägen sind. Was ist das denn hier? Weg mit euch. Bisher noch alles easy. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Das ist eine 10er. Das ist eine 10er, das ist eine 10er. Oh mein Gott. Okay, hier muss man schnell sein im Level. Hier muss man auf jeden Fall schnell sein. Alter, was? Ah, jetzt habe ich verkackt, oder? Nein. Nein, doch noch nicht. Noch nicht. Nein. Okay, die 30er ist gut platziert. Die ist tatsächlich anspruchsvoll. Aber sonst ist der Level halt sehr einfach. Was man vielleicht nochmal hätte überarbeiten müssen. Ich meine, es ist ein 3-Sterne-Level und dann sollte es nicht so einfach sein. Nein. Spaß. War eine gute Challenge. Ach, der wird hier sogar platziert. Als Hundehütte, wie cool. Nice Idee. Genau das will ich von Nintendo sehen. Diese Innovation einfach bei etwas. Das hat nämlich schon sehr lang gefehlt. Mein üblicher Weg beim Gassigehen ist voller Kettenhunde. Bitte zeig mir, wie man da durchkommt, ohne zu springen. Schwierigkeit 4. Ohne zu springen. Oh, Moment, 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 Moment. Habe ich da gerade gesehen, dass man ein Shirt bekommt? Etwa von einem Hund? Oder was? Das wäre natürlich absolut cool. Okay. Versteht ihr euch nicht so? Anscheinend nicht. Alter. Oh mein Gott. Mir ist gerade eingefallen, dass sie extrem anfangen zu schwingen, wenn man länger wartet.
Deshalb muss man sich beeilen. So, hier kommt man aber schon easy durch, würde ich mal behaupten. Aber es ist gemein mit den Notenblöcken. Nice. Oh. Oh, was? Am besten ihm einfach hinterherlaufen. So. Und dann hier warten, bis er springt. Nice. Braucht man das Trampolin irgendwo für? Nein, oder? Hier machen wir genau dasselbe. Oh mein Gott. Wir haben fast gefailt. Okay, okay, cool. Muss man halt auch ein bisschen nachdenken. Ein Stern. Kann aber trotzdem vorsichtig sein. Nicht, dass wir hier noch irgendwie verkacken durch irgendwas. Okay. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Also können wir jetzt ins Ziel springen? Jawohl. Okay, nice. Das geht. Weil es heißt ja nicht, ohne zu springen, sondern nur ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Das Reset-Kleid. Okay. Jetzt gibt es doch kein Shirt von dem Hund. Schade eigentlich. Danke, dass du dich um meine Aufträge gekümmert hast. Kein Ding. Was hiermit? Naja, werden wir noch in einem späteren Part erfahren. Wir machen erstmal Schluss für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.